Apfelwein? Ja. Bedeutet für mich was Gesundes. Und jeder, der zum Apfelwein geht, ist gut aufgehoben und tut auch was für seine Gesundheit. Apfelwein gehört einfach zu Frankfurt und zu Sachsenhausen. Wenn ich an Frankfurt denke, denke ich an Techno, Bahnhofsviertel, Banken und an Apfelwein. Wir sind im Apfelfeld. Daraus wird Apfelwein gemacht. Ab und zu jedes Ride ist ein Wurm drin, aber das macht nichts. Ich werde jetzt gleich zu Jens gehen. Jens betreibt in der Brückenstraße in Sachsenhausen eine Apfelweinhandlung. Und Jens wird mir hoffentlich was erzählen, wieso genau hier es so viel Apfelwein gibt. Hi! Hey, grüß dich. Ich muss unbedingt, glaube ich, was probieren bei dir. Was für verschiedene Apfelweine gibt es eigentlich? Also, Ich sag mal, eigentlich ist ja Frankfurt bekannt für den traditionellen Shoppen. Das ist ein Streuobstwiesen-Apfelwein aus unterschiedlichen Apfelsorten. Das ist auch das, was du in den Apfelweinlokalen kriegst. Und zwar den der jeweilige Wirt halt eigentlich selbst gekeltert hat. Ja? Natürlich. Und deswegen würde ich dir auch meinen selbst gekelterten anbieten, bevor du die anderen 50 oder wie viel es jetzt so sind, durchprobierst. Ich hoffe 50, dann freue ich mich auf deinen. Genau, die moderne Variante gebe ich dir jetzt erstmal meinen 2013er. Der Unterschied ist jetzt ganz einfach zu dem direkt vom Fass oder so, wie eben der traditionelle Apfelwein früher war, dass er viel eleganter, viel weicher daherkommt. Er hat eine tolle Trinkigkeit. Also du kannst ihn, du hast Lust beim Trinken, du hast beim Trinken hast du nochmal Lust mehr zu trinken. Und dieses Trinkige, dieses, ich glaube, da geht eine Flasche schnell weg. Und das hat 7 Alkohol, ich glaube, das merkt man gar nicht. Dann wirst du jetzt meinen Hausschoppen trinken. Ja, unbedingt. Der landet gar nicht auf der Flasche, der kommt direkt vom Fass. Okay. Ich nehme zwischendurch auch mal einen Schoppen. Na, unbedingt. Weil Schoppen trinkt man eigentlich immer in Gesellschaft. Das ist schon mal. Eigentlich macht man den auch immer voll, aber. Das schmeckt jetzt sehr viel rustikaler, sehr viel säuerlicher, nicht so fein, nicht so elegant. Wie ist die Entwicklung von dem zu dem, was ich vorher getrunken habe? Es hat viel mit den Apfelsorten zu tun. Also die Apfelsorten, die wir jetzt für meinen anderen Wein verwendet haben, sind einfach abgestimmt aufeinander von den Aromen. Und so kannst du natürlich Einfluss nehmen. Wenn ich jetzt gleich noch in ein, zwei andere Läden hier in der Region, in der Ecke gehe, was mache ich nicht und was mache ich auf jeden Fall? Also wenn es jetzt um ein Apfelweinlokal geht, auf keinen Fall einen Süßgespritzen bestellen. Ja, weil das würde auch jeder Winzer, ne, würde sagen, du kannst keine Limo in meinen Wein schütten. Ja, beim Apfelwein irgendwie kommen die Leute auf die Idee. Ja. Es gibt Leute, die sonst, oder Kellner, die dich sonst das Lokals verweisen. Ja, im schlechtesten Fall. Sehr gut. Ich bin vor dem Buchscher, einer der ältesten Kältereien hier in Frankfurt. Und hier wird noch selber gekeltert und das möchte ich mir anschauen. So, dann gehe ich mal vor. Hier ist das gute Stück. Der Ablauf ist folgender, wenn ich das gerade mal so zeigen darf. Wir haben hier so einen großen, schönen Edelstahltrichter und der ist zur Kälterzeit gefüllt mit sehr viel Wasser. Ja. Und dann kommen die Äpfel, die hier, wo jetzt die Leute noch im Hof sitzen, ja, auf den Stühlen und auf den Bänken sitzen, der ist dann voll mit Äpfeln. Das sind so 25, 30 Tonnen Äpfel jeweils, mal mehr, mal weniger. Und die Äpfel kommen dann hier rein, werden gewaschen, ja, kommen hier über den Schneckenelevator, das muss man sich vorstellen wie eine große Schraube. Das sind an den Seiten sind Raspeln, das sind Retzmesser. Da werden die Äpfel werden hier nach gemahlen, kleingeschnitten. Und die gemahlenen, klein geschnittenen Äpfel, die kommen dann hier auf das Band. Dafür gibt es auch einen Ausdruck, das ist dann die Maische. Das ist ein Kunststoffband, ein spezieller Kunststoff. Da sind also ganz, ganz viele kleine Poren drin, durch die dann eben im Laufe des Weges, den also hier die Maische zwischen zwei Bänder nimmt, da kann der Saft ablaufen. Der Saft bei uns eingebunden, dann heißt dann der Süße, ja, also hier in Frankfurt. Wenn der Süße hier rauskommt, wird er von hier aus direkt
ins große Fass oder in die großen Fässer gepumpt. Und dann passiert Folgendes im Tank. Der Süße verwandelt sich irgendwie in Apfelwein. Wie das geschieht, ist ganz einfach. Die alkoholische Gärung. Was dann eben passiert ist, dass der Zucker im Süßen sich umwandelt zum einen in Kohlensäure und in Alkohol. Ich bin riesig gespannt auf Apfelwein. Und damit du nicht so alleine bist beim Probieren. Das ist mal angenehm, ne? Sehr gut. So. Das ist doch ein Traum. Genau. Sind es viele Familienbetriebe hier in Frankfurt oder ist es eigentlich so eine aussterbende Geschichte? In Sachsenhausen sieht es zurzeit so aus, dass ich der allerletzte bin, der überhaupt noch Apfelwein selbst macht. Und in Frankfurt gibt es davon nur noch ganz wenige. Also so viel eben zur Tradition. Ich habe es von meinem Vater gelernt. Das war die vierte Generation. Und alles, was mit dem Apfelwein bei uns hier im Haus zu tun hat, mache ich selbst. Apfelwein bedeutet für mich Leben. Das ist meine Tradition, das ist mein Beruf, das ist meine Berufung. Und ohne Apfelwein wäre ich kein Wirt, würde ich keine Gastronomie führen, gar nichts. Also das ist für mich tatsächlich das Allerwichtigste an meinem Beruf. Bei uns im schönen Hessenland liegt Frankfurt an dem Mar und Hitteberg fast weltbekannt, hängt Sachsenhausen dran. Jeder, der nach Frankfurt kommt, der kehrt bei uns auch ein und trinkt und schunkelt fest mit bei uns am Äppelwein. Ja, der Dost, ja, der Dost, ja, der Sachse ist der Dost, ist die Leidenschaft der Bayer, alles andere ist ein Bosch. Das ist aber. Würde ich schon mal sagen. Ne? Der Äppelwein, der ist gesund, drum trinke ihn zu jeder Stunde. Ja. Dann würde ich mal sagen, dann. Sagen wir mal Prost. Ja, würde ich Prost sagen, oder? Wenn es einer angeht. Was hat sich verändert im Prinzip von heute zu früher oder von früher zu heute? Groß geändert. Von der Atmosphäre her ist zumindest hier bei uns im kleinen Sachsen ist er noch so, wie es eh und je war. Ja, schon seit 1886. 1886? Ja, wir sind ein alter Traditionsbetrieb. Die fünfte Generation ist im Jahr. Ja. Und von Urgroßeltern, über Großeltern, Eltern, ich. Wenn man die ganze Zeit trinkt, irgendwann hat man ja auch mal Hunger. Ja. Was isst man so dazu? Also was ist so ein die... Ein Handkäse mit Musik. Hier, Repolle. Ein Handkäse mit Musik. Mein Gott. So. Ja. Eine kleine runde Käse. Ja. In anderen Regionen sagt man Harzer dazu. Ja. Musik ist Essig, Öl, Zwiebeln. Okay. Ja, die dann drauf kommen. So, und dann trinkst du noch einen Schoppen dann dazu und dann hoffen wir, dass sie die Toilette finden. Wo sind der drei Stolper hier, weißt du das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Auf diesem Weg, in die Richtung? Ja. Wunderbar. Es ist halt wie in jeder anderen großen Stadt, dass diese alten kulturellen Straßen so ein bisschen, naja, trashig und wirr werden. Und dass es halt irgendwie immer nur um Alkohol saufen geht und nicht um das Kulturelle und diese Leidenschaft, die so ein Getränk irgendwo hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es genau das ist und das hier zu den drei Stäubern ist. Samstag, Sonntag, Montag und an Feiertagen geschlossen. Drei Tage zu. Am 19.08. wieder geöffnet. Wir sind zu spät. Ich bin gerade vor dem gemalten Haus. Hier gibt es Frühschoppen mit Äppelwein. Wahrscheinlich eine zünftige Mahlzeit. Das ist riesig hier. Überall diese kleinen Details, Holzvertäfelung, echte Malerei. Die Leute trinken morgens um 10, 11 Uhr Äppelwein. So stelle ich mir eine Kneipe vor. Ich bin Andreas Rupp. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Ja, ist schön bei dir hier, würde ich sagen. Schön, ja. Ein bisschen oldschool, aber ansonsten... Seit wann gibt's den Laden? Seit fast 100 Jahren. Fast 100 Jahre? Seit 80 Jahren Familienbesitz. Okay.
Ich habe schon was zu essen bestellt. Sehr lecker, sieht sehr gut aus. Würde ich auch sagen. Wie macht man eine Frankfurter grüne Soße? Die Bestandteile der grünen Soße sind als allererstes die extrem frischen Kräuter, weil sie aus Oberrat kommen. Ja. Dann saure Sahne, ein bisschen Senf, Salz, Pfeffer, Zucker und es kommen noch gekochte Eier darunter. Ah, okay. Es ist auch ein sehr gutes Essen für Vegetarier. Okay. Es funktioniert aber auch sehr gut, weil unsere grüne Soße auch sehr kräftig ist. Auch abgestimmt mit dem Apfelwein. Unser Apfelwein ist nicht so ein Mädchenshoppen, sondern eher etwas, beim ersten zieht es einem hier zusammen. Aber wie ist das? Ich sehe, ihr habt ja doch relativ große Tische. Manchmal ist man aber nur zu zweit oder zu dritt. Setzen sich die Leute auch mal zwei, drei Gruppen an den Tisch oder so? Ist das in Ordnung? Also es wird heutzutage häufiger oder mehr gefragt. Früher war es ganz normal, man hat sich dann hingesetzt. Heute gibt es manchmal so Leute, die das nicht so gewohnt sind, die hängen da mal ein Jäckchen hin oder sowas und dann gucken sie so ein wenig irritiert. Aber eigentlich ist das hier Geselligkeit. Ja, ja. Und wenn einer fragt am Telefon, ich möchte gerne einen Tisch reservieren für drei Personen, haben wir nicht. Gibt's nicht. Apfelwein ist für mich eine Lebenseinstellung. Man kann es im Winter heiß trinken, mit Kräutern oder mit Gewürzen drin, mit Zucker. Im Sommer kalt. Es gibt auch welche, die trinken den Apfelwein gespritzt mit Limo, manche mit Apfelsaft. Ich zeige euch jetzt den 16er Bembel, auf keinen Fall Krug nennen, den wir, wenn jemand einen 16er bestellt, immer mit einem Faulenzer auf den Tisch stellen, sodass der Bembel da reingestellt wird und man, ohne dass man ihn rausnimmt, die Gläser füllen kann. Als ich als junges Mädchen das erste Mal in Sachsenhausen war, dachte ich wirklich, man könnte von Apfelwein nicht getrunken werden. Und? Ich habe mich ordentlich getrunken. Und? Ich weiß nicht, wie ich nach Hause bin. Man trinkt es halt hier überall immer wieder gerne. Und also man hat schon einen festen Platz im Leben bekommen. Wo früher nur Bier war es, jetzt Bier und Apfelwein trennt sich diesen Platz irgendwie, so verteilt sich den. Jetzt gerade trinke ich es gespritzt, abends trinke ich dann doch eher eigentlich pur, wenn ich es eilig habe. Grüß Gott, vielleicht können Sie mir helfen. Haben Sie, ich suche was über Appleboy. Kennen Sie sich aus damit? Ja, einigermaßen. Einigermaßen? Der macht lustig, der Apfelwein. Man muss aber so drei, vier so kleine Gläser trinken, so 0,5er, so ein halber Liter, sag ich mal. Ne? Und Bembel hat ungefähr 15 Liter, den habe ich nicht geschafft, 10 Liter auch nicht. So, naja, vielleicht 5 Liter, aber mit Mühe und Not. Mit Mühe und Not. Aber in der Nähe von der Toilette, in der Nähe auch von zu Hause. Der Suche nach dem Apfelwein. Kein Weg zu weit. Germania auf der Insel, Apfelweinwirtschaft. Sehr schön. Darf ich einen Apfelwein, einen Appleboy haben? Ja, ich habe mein eigenes Glas. Wir gehen. Kein Problem. Tauschen wir aus. Wir geben die Fische besser. Wunderbar. Und kauft. Ja, das ist super. Dankeschön. Seit wann machen Sie das, wenn ich fragen darf? Ich? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren? Ja. Hat sich irgendwas in 10 Jahren verändert? So von der, vom Wandel? Neue Kaffeemaschine. Neue Kaffeemaschine. Ja, das ist schade. Das ist schon, zum Beispiel haben da Stammgäste, die sind fast alle gestorben zum Beispiel. Ja, die sind schon, wir haben die Gäste gehabt vor 100 Jahre, sie haben ein eigenes Glas mitgenommen und dann sie haben immer von ihrem eigenen Glas was bestellt und getrunken. Leider, die sind alle sind jetzt schon tot. Alte Stammgäste sterben weg, kommen neue dazu? Ja klar, kommen viele, weil dann kommt dann neue Generation. Natürlich, unsere Gäste bringen ihre Sohn und Tochter mit. Sie haben sich daran gewöhnt, natürlich ihre Apfelwein zu trinken. Jetzt, die sind Fans. Ich bin auch schon, am Anfang konnte ich nicht trinken, aber ich trinke jetzt auch Apfelwein gerne. Ja, das ist schon. So. Ich hätte gerne noch so ein Calvados mit ein bisschen Frucht. Was ist denn das? Das ist Calvados, Schnaps 50% und dazu
eine Art von Aprikosen. Das würde ich gerne einmal trinken wollen. Ja, klar. Das ist unser beste Schnaps, was wir empfehlen für die Gäste. Bitte schön. Ein bisschen süß. Man merkt den starken Calvados überhaupt nicht. Es ist super fruchtig. Und ich glaube, wenn du davon 3-4 Stück trinkst, dann geht es ganz schön nach vorne. Aber ich spüle mal mit einem Schluck Apfelwein nach. Ich bin den ganzen Tag durch Frankfurt-Sachsenhausen rumgetigert, habe jetzt aber noch mal richtig Hunger und freue mich jetzt noch auf eine zünftige Mahlzeit und ein, ja, vielleicht das letzte oder vorletzte Glas Appleboy. Hi! Hallo! Ich glaube, ich nehme den ganzen Bembel. Bembel, 5er Bembel, wie viele Gläser? Eins erstmal. Ein Glas? Ja, genau. Apfelwein und Frankfurt gehört total zusammen und das hat so eine ganz, ganz eigene Historie und so eine ganz eigene Klasse auch. Hier geht es darum, die Stimmung, die Leute, die Atmosphäre in so einem Appleboy-Garten, ja, diese Frankfurter Kultur irgendwie so mitzunehmen. Wir haben einfach ein ganz hochwertiges Getränk und dieses Getränk ist für mich so spannend, dass man es unbedingt auch außerhalb von Frankfurt mal probieren muss. Die Haxe. Oh, super. Stell ich da erstmal hier hin. Wahnsinn. Mit der grünen Soße. Okay. Sensationell. Einmal Brennstoff. Ah, Brennstoff, wunderbar. Was? 17 Uhr.